Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Hier ist es jetzt so 7:30. Ich habe mich entschieden, eine kleine Runde zu drehen, mir das mal ein bisschen von weiter weg anzuschauen. Und ja, bin jetzt schon so eine halbe Stunde unterwegs zu Fuß. Und was ihr da jetzt gerade seht, das ist nicht das Resort, wo wir wohnen, das ist dahinter. Und ja, es ist einfach wunderschön. Es ist eigentlich praktisch kein Müll hier. Das ist ganz toll, weil auf dem Hinweg hat man schon eine Strecke, wo sehr viel Müll war. Auch verteilt in der Wüste, das war schon erschreckend. Und, aber hier ist echt, ja, ihr könnt es ja selber sehen. Gutes Essen haben wir hier. Wir haben ja gebucht mit Vollpension, also nicht mit alles inklusive, sondern mit Vollpension. Das gab es bei dem Resort nicht. Also Getränke müssen wir selber zahlen. Die sind salzig. Das sind praktisch Preise wie in Deutschland. Aber ja, pro Tag kriegt man auf seinem Zimmer 2,5 Liter stilles Wasser. Das ist inklusive. Und wenn man an den Strand geht, da sind für jeden pro Tag 2 Handtücher reserviert. Da kommt man hin, die fragen deine Nummer ab und bringen dir das hin bis zu den Liegen. Ziehen die über die Liegen drüber, machen das ganz nett, sympathisch. Und auch dort bekommt man noch pro Person 1,5 Liter Wasser. Und dann gibt es noch so eine Handtücherstation in den Pools. Da bekommt man auch, also man nimmt die nicht von einem Ort zum anderen, sondern wo man hingeht, ist reserviert für jeden pro Tag ein Handtuch. Also gehst du morgens, keine Ahnung, erst ins Schwimmbad, in den Pool und nachmittags an den Strand, dann bekommst du jeweils immer ein frisches Handtuch und auch jeweils immer 1,5 Liter Wasser. Genau. Ja, das sind so die Infos, die ich jetzt habe für euch. Im Moment, was mir so einfällt. Interessant ist auch, dass das Hotel, wenn du auf die Seite gehst, der Zimmer auch nur für Ägypter. Also da kommen keine Europäer oder Amerikaner oder was rein. Das ist nur für Europäer, nur für Ägypter, Entschuldigung. Und es steht auch drauf, wenn Ägypter hier anreisen, also als Paar, müssen sie eine Heiratsurkunde vorzeigen. Genau. Also es gibt ein paar Unterschiede hier. Ansonsten alle total nett, richtig cool. Unser Englisch wird verbessert, obwohl auch sehr viele hier Deutsch können und versuchen zu sprechen. Das muss man auch sagen. Also der deutsche Einfluss ist hier extrem hoch. Extrem hoch. Ich würde schon fast sagen, das ist ein bisschen wie Mallorca. Und alles ist auf Deutsch eingestellt. Und ja, jetzt sieht man da wieder ein bisschen Müll. Also, aber eigentlich ist hier kaum Müll. Also das ist genau. Wenn ich nochmal an was denke, dann sage ich euch wieder Bescheid. Ich hoffe, ihr habt einen Eindruck bekommen, wie das hier ist. Es ist atemberaubend. Muss ich einfach sagen. Also ich bin total überrascht hier. Das Rote Meer ist. Es ist ruhig, es ist schön. Da hinten gibt es so eine Bergkette. Ja. Und sie verwöhnt einen sehr, muss man schon sagen. Okay, ihr Lieben, bis dann. Pois gente, fui dar um giro aqui a pé ao redor do nosso cantinho onde nós estamos para descobrir pouquinho, né? Mais. E aqui já tem, pelo jeito, só para apartamentos. Ó, bem diferente aqui também já. E ali na frente é a saída para ver e mergulhar as baleias. É.
fica 1,5 km do nosso resort. E é, agora são 9 da manhã. E vejam só que lindo, tudo aqui também. So, ihr Lieben, eu vou falar um pouco em alemão para minha família, aí vocês talvez também vão ouvindo, mas vocês vão acompanhando. So, ihr Lieben, hier bin ich jetzt auf dem Steg und von der Spitze des Stegs hier kann man dann aus tauchen nach Malen, also höchstwahrscheinlich macht man von hier die Tour aus, dass sie einen mitnehmen und dann weiter rausfahren, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Und seht man nur, wie weit die den Steg reingebaut haben in das Meer hier. Und ja, der Hintergrund, ich brauche nichts mehr sagen. Ne? Also für mich ist das alles noch alles sehr unreal. Ich kann es gar nicht glauben, dass wir hier sind. Ich packe das immer noch nicht. Es ist so, schau mal hier das Wasser. Schau mal nur das Wasser. Ha? Ist das nicht schön? Es ist der Hammer. Ja, und hier, schaut. Schwimmen und schnorcheln auf dein eigenes Risiko. Kein Rettungsschwimmer. Das ist halt so. Aber auch nur hier am Strand ist das anders. Und ja. Was soll ich sagen? Ihr seht es selber. Unglaublich. Ich fühle mich irgendwie, keine Ahnung, angekommen. Weiß ich nicht. Kann man gar nicht erklären. Was ihr sehen könnt, schaut mal runter, hier ist schon das Riff. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ein bisschen schwer zu sehen vielleicht, ne? Und hier haben sie extra Zeit, hier geht es also zum Tauchen runter. Und hier vorne zum Schnorcheln. Schaut mal hier unter uns. Befindet sich das Riff. Ich glaube, jetzt kann man es ganz gut sehen. Das ist natürlich Hammer, wie die das hier reingebaut haben. Haben sie ganz bestimmt auch viel zerstört. Ne? Ja, und hier sind dann halt sehr, sehr viele schöne, bunte Fische. Am Strand haben wir schon die ersten gesehen. Wenige, aber haben wir schon. Wir werden überlegen, ob ich auch schnorcheln gehe. Habe es ja noch nie gemacht. Mal gucken, was noch alles so passiert die nächsten Tage. Mal gucken. Wunder, wunderschön. Ihr seht ja selber, wie es hier ausschaut. Fürstlich eingedeckt und ja, liebe, liebe Grüße. Uns geht es sehr gut. Ja. Wir genießen es total. Und wir sind natürlich sehr, sehr glücklich, dass wir diesen Moment haben zusammen wir genießen können. Genau. Ihr Lieben. Wir haben euch lieb. Wir haben euch lieb. Juhu! Das Restaurant vom Frühstück und vom Abendessen. Schaut mal nur. Wie schön. Da vorne ist auch noch ein Teil. Das ist für Raucher. Olha ali, gente. Ali vem alguém para matar mosca aqui.
Ele oferece. Isso, como é que a gente chama? Uma clutch? É uma... Ontem eu pensei que ele estava oferecendo para jogar tênis de praia. Hello. Hello. Flies? In the moment, no. Maybe in 5 minutes. Thank you. Ó, ele mata as mosquinhas com esse... Como é que a gente diz? É quase um tipo de uma raquete. Raquete. É um matador de moscas. Elétrico. É. Isso é um serviço do hotel. Como também agora alguém passou aqui, mas sem encher o saco. Bem assim, bem educado, legalzão, né? Né? Uhum. Ele perguntou se ele, a gente precisa de limpar o óculos. Óculo de sol, né? Óculo, o óculo, é. Ele ia limpar. E no vizinho ele até limpou. Foi lá, passou um paninho, limpou as coisas daqui. Ó, gente, ali tá o moço que limpa os óculos. Vocês podem talvez ver ali. Tá fazendo o óculo dela. Opa lá. Infelizmente não dá pra ver bem. Mas tá limpando. Um serviço deles aqui. E ali vem outro serviço que a Elfi dessa vez pediu. Como é que a gente diz? Um ice café? Um ice café. Iced coffee. Vamos café gelado. Não sei se vai ter. Olha lá o moço. Dentro, não? Oh. Nice. Thank you. We have to sign something or later? Okay. Mostra aqui para nós. Ó, serviço 5 estrelas aqui. Na praia, gente. Legal. Então, gente, aqui nós temos o botão para chamar o garçom aqui na praia. E chamar alguém se tiver algum problema com a sua toalha ou se você quer trocar a toalha. Você também pode apertar. Tudo aqui da praia diretamente. Ó, assim que eles cuidam aqui as cercas vivas, sem fazer barulho, para a gente poder curtir e tomar o nosso café tranquilo. Sempre na observação de ter bastante sossego aqui, né? A gente... Uhum. E logicamente a mão de obra também é bastante em conta aqui ainda, né? Mas é legalzinho.